So, herzlich willkommen zurück. Heute geht's weiter mit dem Next Level. Wir sind ja stehen geblieben bei Find Teddy Bear und ja, Jump the Hurdles. Das hat man bei Nicholas Stanford auch schon gesehen. Gucken wir mal, wie ich das Level lösen kann. Also, Void Jump the Hurdles. So. Also im Endeffekt geht er ja so lange vor, bis er auf den Beeper steht, gehe ich mal davon aus. Wir schauen uns jetzt aber erstmal an, was so abgeht. Also die Geschwindigkeit erhöhen. Okay. Im Endeffekt geht er immer um diese Hürden rum. Perfekt. Und sobald er dann da drauf steht, also while, bis er da drauf steht. Okay, super. Ich gehe mal davon aus, dass wir diese Teile als einzelnen als einzelnen Programmabschnitt ansehen können und der wiederholt sich dann ganz oft. Also grundsätzlich, wie gesagt, while not on beeper, das war F7. Also on beeper war F7 und not eben mit dem Ausrufezeichen davor. So, also solange er noch nicht auf dem Beeper steht, geht er while front is clear nach vorne. Würde ich sagen, ist relativ logisch. So, jetzt würde er schon hier stehen. Und jetzt dann theoretisch kann er Turn Left machen. Und dann while right is clear, also right is not clear. Also er überprüft quasi, ob die rechte Seite frei ist. Und solange die nicht, solange sie nicht frei ist, geht er nach vorne. Dann müsste er jetzt hier rauskommen, denke ich mal. Oh oh. Jetzt habt ihr hier auch die Fehlermeldung gesehen. Diese Fehlermeldung, von der habe ich immer mal wieder gesprochen. Jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. Weil er dann wieder in front ist, hier zurückgeht. While right is not clear, move forward. Und dann turn right. Würde ich natürlich nur einbauen, move forward, turn right. Und dann darf er hier das wieder machen. Das muss ich auf jeden Fall noch vereinfachen, aber mal so ganz grob. Okay. Da rutscht er dann hier rein. Okay, das ist noch nicht so optimal. Wir können ja auch, wir machen da jetzt einen anderen Ansatz. Wir machen jetzt nicht diesen Ansatz hier. Also der Ansatz quasi so durchzurattern. Ich würde jetzt mal einen anderen Ansatz fahren. Und zwar den Ansatz, sich zu überlegen, okay, ich stehe jetzt hier, ich überprüfe, ob vor mir vor ist, also mit if quasi. If front is clear. Und wenn vorne frei ist, move forward. Wenn vorne nicht frei ist und links frei ist, dann soll sie nach links drehen. Und genau, so machen wir das. Also wenn vorne nicht frei ist und rechts ist ja automatisch frei, turn left, turn left und jetzt müsste man überlegen, dass er rechts quasi abtastet, while right is not clear, also F11, move forward und dann quasi sobald rechts wieder frei ist, turn right. Okay, jetzt mache ich doch wieder einen ähnlichen Ansatz, wie ich eigentlich nicht machen wollte, egal, turn right. So, und dann while front is clear, move forward und dann als letzten Schritt turn left. Genau, turn left. Vielleicht funktioniert es ja sogar so schon in die Richtung. Testen wir mal. Danach darf auf jeden Fall vereinfacht werden. Sieht aber sehr gut aus. So, er läuft jetzt hier runter und jetzt ist es spannend, weil hier quasi gerade dieser Punkt ist, wo er jetzt nach geradeaus laufen soll. Genau, also er ist dann hier drin.
Okay, super. Ja, sieht sehr gut aus. Das ist genau das, was wir haben wollen. Jetzt natürlich nur die Frage, ist das auch schon so schön, wie es geht, oder soll man das noch schöner machen? Jump the Hurdles, also das ist auf jeden Fall ein ganz schöner Block, würde ich sagen. Jetzt haben wir hier dieses Move Forward, da wiederholt sich erstmal nichts. Da wiederholt sich auch nichts. Haben wir nur am Ende dieses Turn Left. Wir beginnen ja, indem wir reinlaufen, Turn Left. Ja, okay, wir haben halt hier quasi Turn Right, die sind oben und dann läuft er wieder so ein U oder nach unten. Okay, ich verstehe. Ja, wir haben einmal die Verzweigung und die Verzweigung. Kann man hier noch irgendwas schöner machen? Das ist nicht so auf war so viel. Ja, okay. So viel Code ist es gar nicht. Klar, das war natürlich wunderschön. Ja, ich denke im Groben und Ganzen würde ich es dabei sogar belassen. Das ist schon sehr, sehr gut gelungen. Ja. Doch, ich würde sagen, das ist ganz gut. Also im Endeffekt können wir ja nochmal zurückgehen und dann Step for Step durchgehen. Starten wir das Ganze. Also er überprüft als erstes mal, ob er überhaupt auf dem Beeper ist. Und solange er noch nicht auf einem Beeper ist, also solange er noch nicht, was geht es hier eigentlich? Ich weiß nicht, ob er hier die Medaille da, ach, whatever. Auf jeden Fall, solange er noch nicht auf dem Beeper steht, soll er überprüfen, ob vor ihm frei ist. Und solange vor ihm frei ist, einfach nach vorne gehen. Das macht er jetzt auch hier. Er überprüft jetzt, ob vorne frei ist. Ist, ja, move forward. Perfekt. So, Neustart in Anführungszeichen. Jetzt guckt er wieder, ist er schon auf dem Beeper? Ne, ist er noch nicht. Also, und weil vorne auch noch nicht mehr frei ist, geht es jetzt. Front is clear. Front is not clear. Oh, man könnte hier das weglassen. Gut, dass ich mir das nochmal durchgeschaut habe. Das dürfte man weglassen können. Müsste trotzdem funktionieren. Weil das ist ja einfach nur die Verneinung davon und dementsprechend die haben wir ja automatisch drin. Also, dann haben wir hier eben, weil er jetzt eben ja vor der Wand steht, Turn Left. Dann soll er so lange nach oben laufen, bis ja, bis er quasi über der Hürde drüber ist. Und dann macht er jetzt eben diesen ja, U-Turn oder wie auch immer, wie man das nennen will. Zack, und dann geht er wieder nach unten. Und ganz unten angekommen, dreht er sich nochmal nach links. Und dann hat er quasi, also er geht jetzt immer diesen eins nach dem anderen. Ich hoffe, ihr habt das soweit verstanden, wie ich das meine mit diesem Ansatz. Dass man quasi von jedem Punkt, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, neunmal immer das gleiche macht. Also er überprüft immer, ist gerade vorne frei. Also wenn ich hier zum Beispiel ist vorne frei, ja, perfekt, dann ist easy. Und wenn vorne nicht frei ist, wie hier jetzt eben, dann überprüft er. Oder dann sagt er, okay, ist nicht frei, also muss ich jetzt nach links drehen und mich über diese Hürden drüber bewegen. Und das eben so lange, wie die Hürden lang sind. Dann macht er einen U-Turn, dann geht er wieder nach unten und ist wieder in der Ausgangssituation. Und da sieht man jetzt auch ganz schön, er geht wieder nach dort oben. Okay, also, ich denke, das habt ihr soweit verstanden. Da funktioniert ja alles, haben wir ja schon gesehen, dass alles funktioniert. Super. So. Ja, im Endeffekt war es das mit dem Video, halten wir es ein bisschen kürzer. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, war auf einmal ein bisschen einfacher jetzt wieder. Ich freue mich aufs nächste Video und ja, jetzt hätte ich nur noch die Sache. Zwar habe ich mir jetzt gesagt, dass ich, ja, ich habe ja bisher immer täglich ein Video hochgeladen und ich werde jetzt so machen, dass ich eher wöchentlich eins hochlade. Ich muss auch noch schauen, was für einen Tag ich mir da raussuche. Nur klar, täglich wirklich ein Video immer hochzuladen ist natürlich ein bisschen anstrengender. Ja, und ich will natürlich den Spaß beibehalten und dementsprechend werde ich so machen, dass ja, ich einfach Videos produzieren werde und die dann einmal die Woche hochlade und da mir selber quasi nicht so einen starken Druck machen muss, jeden Tag mich wirklich hinzusetzen und ein Video zu drehen. Wenn es dann mal einen Tag nicht klappt, ist es quasi auch nicht so schlimm. Ja, im Laufe der nächsten Woche kommt da wie gesagt ein Video. Ich könnte mir den Mittwoch vorstellen. Aber wie gesagt, das ja, werdet ihr dann sehen. Und ja, so langsam, ich taste mich so ein bisschen ran, also vielleicht zu der Geschichte, wie ich das gedacht hatte. Ich hatte anfangs wirklich gesagt, okay, was ist eigentlich das Wichtigste für YouTube? Okay, im Endeffekt ein Video zu machen. Dementsprechend mein erstes Video, ja, okay, meine ersten zwei Videos sowieso, aber das erste dieser Programmiervideos,
Da hatte ich keine Ahnung, da habe ich einfach nur dieses Windows, also von Windows interne Programm genommen, um aufzuzeichnen, also Windows G, also Windows-Taste und G gedrückt. Dann kann man da schon was aufnehmen. Ist halt von der Qualität nicht so optimal, etc. Ist natürlich sowas wie OBS schon besser, aber im Endeffekt zählt es ja nur, ja, mal ein Video produziert zu haben und das dann hochzuladen. Ich hatte keine Thumbnails, keine Kanalbeschreibung, kein Kanalbanner, kein Kanalbild, nichts dergleichen. Also noch dieses komplett Standard. Ich habe wirklich angefangen, ein Video hochzuladen. Das war der erste Schritt für den Kanal. Und dann habe ich, glaube ich, ein paar Tage später Lust gehabt, mir ein Video, Bilder zu erstellen, also Kanalbanner und Bild und dieses kleine Wasserzeichen hier unten. Also das sieht man, glaube ich, am PC, am Handy sieht man das gar nicht, bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Genau, das habe ich dann erst ein paar Tage später erstellt. Ich bin eigentlich schon, würde ich sagen, so ein bisschen so manchmal perfektionistisch und das wollte ich dadurch umgehen, einfach mal machen. Und bis jetzt macht es mir mega Spaß und ich freue mich da aufs Weitere. Ja, wie gesagt, also irgendwann habe ich dann halt Bilder erstellt. Jetzt habe ich angefangen, da mit OBS aufzunehmen. Habe jetzt, okay, vom Mikrofon her habe ich schon von Anfang an so ein Ansteckmikro, aber ich weiß nicht so ganz, wie man das einstellen muss. Das ist ein bisschen das Problem. Dementsprechend ist die Audioqualität auch nicht die beste. Naja, ich hoffe, ihr könnt damit leben. Genau, jetzt beende ich das Video aber hier an der Stelle und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Ja, haut rein!